Es gibt also sehr schwere Nebenwirkungen, die kommen manchmal vor, weniger als einer von 25.000. Es ist richtig, 1 zu 10.000, das ist die Häufigkeit von schweren Nebenwirkungen. Und auf der Grundlage der Daten des Paul-Ehrlich-Institutes, also ich habe es ja eben gesagt, also die Zahlen waren mir ja all die Zeit bekannt, die sind auch relativ stabil geblieben. Weniger als einer von 25.000. 1 zu 10.000. Post-Fuck-Syndrom. What the fuck? Post-Fuck. Diese Schicksale sind absolut bestürzend. Das sind schwerste Einschränkungen und davon wird auch einiges permanent sein. Von daher ist das schwierig. Eine Impfpflicht können wir nicht durchsetzen. Also zum einen haben wir versprochen, dass es keine Impfpflicht gibt. Daran muss man sich als Staat dann auch halten. Jeder weiß, dass ich ein Befürworter der Impfpflicht bin. Es muss also hier zu einem schnelleren Anerkennen dieser Verfahren, dieser also Impfschäden kommen. Und wir bekommen ja jetzt auch langsam ein klareres Bild. Warum haben Sie, Herr Lauterbach, im Sommer 2021 noch behauptet, dass die Impfung nebenwirkungsfrei sei? Und zusätzlich geht es darum, weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung nicht will, obwohl sie gratis ist und ihr Leben und das vieler anderer retten kann. Lauterbach hat den Tweet nie gelöscht. Naja, das war eine Übertreibung, also die ich da einmal in einem missglückten Tweet gemacht habe. Aber es war ja nicht grundsätzlich meine Haltung. Ich hatte ja sehr, sehr häufig vorher auch schon zu den Nebenwirkungen der Impfungen Stellung genommen. Also Sie haben schon immer diesen Eindruck erweckt, dass das Thema Nebenwirkungen eigentlich gar kein Thema ist. Na, das ist nicht richtig. Also die Impfung ist nebenwirkungsfrei oder fast nebenwirkungsfrei. Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei, das muss immer wieder gesagt werden. Fast 60 Millionen Deutsche sind inzwischen vollständig geimpft, ohne dass wir von schweren Nebenwirkungen oder langfristigen Einschränkungen erfahren hätten. Also die Zahlen waren mir ja all die Zeit bekannt, die sind auch relativ stabil geblieben. Also mit Impfstoffen verdient man sowieso in der Regel nicht viel Geld. Die Pharmafirmen werden mit Impfstoffen nicht reich. Die Gewinne sind ja exorbitant gewesen, exorbitante Gewinne. What the fuck? Post-Fuck-Syndrom. What the fuck?